bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben, einfach auf Eneva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es war eine lange Pause und wir haben jetzt 3 Tage von dem nagelneuen COD Modern Warfare. Wir haben die Beta jetzt durchgesuchtet, ich hoffe viele von euch, damit jeder einen eigenen Eindruck von dem Ganzen hat. Und ich wollte nicht, wie diese ganzen Muschis nach 2 Stunden schon sagen, das Spiel ist super oder das Spiel ist schlecht, sondern ich wollte wirklich mal abwarten, was die ersten beiden Tage bringen, was die Changes bringen, also die Änderungen, wie auf das reagiert wird, was wir empfinden, und möchte euch heute mein abschließendes Fazit für sozusagen das erste Beta-Wochenende präsentieren. Und ich habe jetzt einige gesehen, die haben so zwangsweise Punkte genannt, die gut sind, damit es besser klingt, als es tatsächlich ist. Sowas wie das Waffenfeeling ist gut oder der Sound ist gut. Wir sind hier in dem 70 Euro AAA-Spiel, was 3 Jahre Entwicklungszeit hat. Ich persönlich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich erwarte von einem COD, dass das Waffenfeeling gut ist. Und ich erwarte, dass der Sound gut ist. Es kann nicht sein, dass das Punkte sind, die ich positiv hervorheben muss, damit man mir nicht nachstellt, dass ich das Spiel mit Absicht haten möchte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein COD-Kind seit so vielen Jahren. Und ich habe doch nichts davon, wenn ein COD nicht gut ist. Und ich hoffe, das versteht auch jeder. Kommen wir zu meiner offenen, ehrlichen Meinung zu diesem COD. Und das Ganze bitte unter dem Gesichtspunkt bedenken, dass wir bisher erst 3 Tage haben. Das nächste Wochenende wird noch kommen. Es werden noch Änderungen kommen. Aber der Kern des Spiels in den 6 Wochen ist Release, ist definitiv da und es wird sich massiv nichts mehr ändern. Ich will euch ganz ehrlich sagen, aktuell, nach jetzigem Stand, ist es das schlechteste COD, was ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. Dabei ist Advanced Warfare nicht mit inbehalten, weil ich AW damals ungefähr 2 Runden gespielt habe und gesagt habe, das hier ist kompletter Bullshit. Ich finde dieses Spiel noch schlechter als Black Ops 4. Und ich finde es für mich persönlich als Spielspaß auf einer Ebene mit WW2, was ich vielleicht 3 oder 4 Spieltage gespielt habe und danach lag es in der Ecke. Es gibt so viel, was ich euch heute erzählen werde, was mich an diesem Game so unglaublich stört. Und ihr seht das auch im Hintergrund, wie unglaublich passiv ich spiele, damit ich die Möglichkeit habe, auf Streaks zu gehen. Eins der größten Punkte, was sie jetzt Gott sei Dank halbwegs geändert haben, ist, dass wir das Radar links oben dauerhaft haben. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam und wer von den Spieleentwicklern der Auffassung war, dass dieses Radar rausgenommen werden kann, aber die Tatsache, dass ich mich im Stand umdrehen musste, um zu gucken, wo meine Teammates sind, damit man sie dann durch die Wand sehen kann, ist absolut beschissen gewesen. Und trotz der Minimap, die jetzt aktiv ist, auch wenn sie nicht anzeigt, wenn ein Gegner schießt, kann ich immer noch nicht nachvollziehen, warum man sagt, da oben ist doch der Kompass. Ihr seht den Kompass, der ist da bei 330 Grad jetzt und die roten Punkte zeigen an, von wo Gegner schießen. Die Farben in diesem Spiel sind so eintönig gehalten, dass es für mich in Räumen und in der Nähe von Wänden schier unmöglich ist, einen Gegner zu erkennen. Es ist wirklich unheimlich schwierig für mich, Gegner zu erkennen. Und ich habe ein bisschen rumgefragt, es ist nicht so, dass ich irgendwie blind werde oder schlechte Augen bekomme, sondern es geht vielen so. Dadurch, dass ich mich unglaublich viel auf die Karte links oben jetzt konzentrieren muss, beziehungsweise viel mehr auf das Feld, was vor mir ist, habe ich überhaupt keine Chance, den Kompass zu sehen und zu sehen, aus welcher Richtung Gegner aktuell schießen. Das ist wirklich schlecht umgesetzt, das gehört nicht in dieses COD, es macht keinen Sinn. Von mir aus, nehmt die roten Punkte komplett raus, nehmt den Kompass komplett raus, haut ihn mit in die Minimap, denn das ist etwas, was über Jahre niemand, wirklich niemand hat bisher gesagt, er möchte keine Minimap in einem COD haben. Diese Farben, die in diesem Spiel genutzt werden, es ist alles grau und man erkennt die gegnerischen Charaktere nicht. Das ist absolut, absolut nervig und wirklich für ein COD, das kann nicht die Lösung sein. Ihr habt entweder von mir aus die Option, dass ihr die Charaktermodels größer macht, dass man die Gegner besser erkennen kann. Vor allen Dingen, weil das Campen in diesem Spiel, und da muss man Infinity Ward genauso wie der Spieler oder Player Base ein bisschen Schuld geben,
Das Campen in diesem Spiel ist auf einem ganz neuen Level. Und da ist zum Teil die Community schuld. Wer kauft sich für 70 Euro ein Spiel und setzt sich in Häuser? Es ist eine Beta, hier werden keine Stats aufgenommen. Die Stats werden niemandem angezeigt. Es interessiert keinen, ob man 10-0 spielt und ein Heli erreicht oder nicht. Man sollte dieses Spiel spielen, um ein bisschen Spaß zu haben, um ein bisschen Run and Gun, also loslaufen, schießen und alles. Und genau das passiert in diesem Game überhaupt nicht. Es sind wirklich die schlimmsten Lobbys teilweise, obwohl wir eine Minimap schon haben. Auf der anderen Seite ist das Problem aber auch, dass es nicht jetzt nur die Schuld von der Playerbase ist, sondern auch von Infinity Ward, weil manche Menschen einfach doof sind. Und das, was Infinity Ward hier macht mit dem Design von den Maps, es ist einfach absolut, absolut schlecht. Es gibt 4 verschiedene Ebenen, man kann in jedem Haus auf 4 verschiedene Ebenen, man hat überall Fenster, man hat überall Türen, man hat so viel Winkel, auf die man achten muss, dass es beinahe unmöglich ist, alle Gegner rechtzeitig zu sehen. Diese verwinkelten Maps sind nicht das, was in einem Fast-Paced COD sein sollte. Da bin ich wirklich bisher absolut erschrocken. Und von den 3 Maps, die wir bisher haben, ist die beste, das heißt noch nichts Gutes, ne? Die neue Map Run Gunner. Das ist wirklich noch eine Map, mit der ich leben kann. Und hier seht ihr gleich einen Ultra-Abschuss. Ultra-Abschüsse gelten also auch, beziehungsweise die Abschussketten, wenn ihr zwischen euren Gun-Kills auch noch Kills mit einer Streak habt. Das finde ich zum Beispiel ganz cool eigentlich. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, das Waffenfeeling ist in Ordnung, aber dieses Spiel macht auch überhaupt keinen Spaß. Ich spiele teilweise 10, 15 Minuten Herrschaftsrunden und bin froh am Ende, wenn ich mehr als 15 Kills gemacht habe. Ich habe Runden gehabt, da habe ich in 10 Minuten umherlaufen 8 oder 9 Kills geschafft. COD ist für mich kein Spiel, wo ich am Ende der Runde mit 30-25 stehen möchte und auch kein Spiel, wo ich 12-1 stehen möchte. Dafür spiele ich kein Herrschaft, kein TDM, kein gar nichts. Man kann in diesem Spiel nicht sehr schnell laufen, weil die Sprint-Out-Time und die ADS-Time, das heißt die Zeit, wie schnell ich im Scope bin, vergleichsweise zu den anderen CODs unglaublich langsam ist. Dazu kommt der Fakt, dass die Leute ein absolut Soundhorn. Totenstille ist kein Perk, was man ausrüsten kann, sondern einfach nur eine Feldaufrüstung, die man später, wenn der Level Cap höher ist, alle 20 Sekunden bekommt. Das bedeutet aber auch, dass man keine Chance hat, ein bisschen sneaky zu spielen und gerade sowas wie hier, wo die Footsteps, also die Schritte von den Gegnern und Teammates so unglaublich laut sind. Gerade hier wäre es absolut angebracht, dass man Totenstille für die Leute als Option reinbringen kann. Dazu kommt das Problem, mit einem Leben könnt ihr nur eine Drohne erspielen. Wenn ihr jetzt eine Drohne, ein VTOL-Jet und eine persönliche Drohne in eurem Leben erspielt, müsst ihr vorher sterben, bevor die Streaks neu erreicht werden können. Außer ihr aktiviert später ein Perk, was das Ganze zirkeln lässt. Das bedeutet aber wieder, dass ihr keinen Hardliner nehmen könnt, keinen Totenstille nehmen könnt, keinen Geist nehmen könnt, weil das alles irgendwie in diesem Perk-System mit drin ist. Und insgesamt habt ihr ja nun mal nur die Option, 3 verschiedene Perks auszuwählen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist einfach schlecht durchdacht. Man hat so das Gefühl, dass hier ganz, ganz viele Ideen in das Spiel eingeflossen sind, die man irgendwie einfach durchboxen wollte. Und das Ergebnis davon ist leider, dass es eben nicht so funktioniert, wie das soll. Die Streaks bisher, ich finde, ein COD muss sehr gute Streaks haben und ich bin auch davon eher enttäuscht. Der Helikopter, genauso wie die Heli-Unterstützung, habe ich beide mehrere Male erreicht und machen so gut wie gar keine Kills, aus dem einfachen Grund, dass die Maps gar nicht dafür aufgebaut sind, dass viele Leute draußen umherlaufen. Die meisten Leute auf den Maps sind in Häusern, zwischen den Wänden, haben eine Decke über dem Kopf, haben eine Tür vor der Nase, so dass die Streaks gar keine Chance haben, da reinzugehen. Natürlich sind wir hier noch in der frühen Phase in Anführungsstrichen, aber ihr braucht nicht zu denken, dass hier noch sehr, sehr viel passiert. Das Spiel wird in 6 Wochen released, nächste Woche sind Xbox-PC-Spieler mit dran. Da passiert nicht mehr viel Neues. Und solange nicht mehr viel Neues passiert, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wird es kein COD sein, was ich spiele. Ich bin absolut gar nicht begeistert. Und ich weiß, es wird wieder einige geben, die in ihrem Hirn leider nicht richtig funktionieren und sagen, du willst das Spiel mit Absicht haten. Es gibt gar keinen Grund dafür. Ich hätte mich so drauf gefreut, ein gutes COD zu haben. Aber meiner Meinung nach ist es das aktuell einfach nicht. Die Waffensounds sind wirklich cool. Das Feeling davon ist in Ordnung. Aber ich finde die Maps bisher schlecht, die wir haben. Die Waffen sind sehr inkonsistent, also der Rückstoß
vieles ist hier an die Realität angelehnt, dabei sind wir hier nicht in der Realität. Und wenn man ganz ehrlich ist, COD, der große Bruder von COD, der immer wieder im Konkurrenzkampf steht, was Realismus angeht, ist Battlefield. Und Battlefield ist viel realistischer als jedes COD bisher war und verkauft sich mit gutem Grund viel, viel schlechter, als es das COD seit Jahren tut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, warum will man in die Richtung gehen? Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, dieses Spiel aktuell zu spielen oder zu genießen für mich. Ich kann mich nicht, ich bin nicht sicher, wie ich das sagen soll. Der Spielstil, den ich haben müsste, um in diesem Spiel noch erfolgreicher zu sein, ist aktuell irgendwo sitzen, in der Ecke campen, 10 Claymores setzen und an der Treppe warten oder auf eine Tür gucken. Das ist kein Spielstil, auf den ich Bock habe, dafür gebe ich keine 70 Euro aus. Wenn Menschen das wollen, ist das ihr gutes Recht. Jeder kann so spielen, wie er möchte. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, wie man daran Spaß haben kann. Man kriegt dafür auch gar nichts, man wird auch nicht besser. Aber dann muss ich euch ehrlich sagen, ist es ein COD, auf das ich keine Lust habe. Und ich warte natürlich das zweite Beta-Wochenende noch ab. Ich habe meine Vorbestellung von COD gestern storniert, vorgestern sogar schon. Ich bin maßlos enttäuscht aktuell und bin sehr gespannt, ob sich das Ganze noch zum Guten wendet oder ob das in dem Status bleibt, wie es jetzt ist. Und ich weiß, es gibt viele Sachen, die hier wirklich gemacht werden müssen. Ich rede nicht von den Bugs und was so kleinere Probleme sind. Ich rede auch nicht davon, dass man bei den Waffen erst sieht, welche Aufsätze sie haben, wenn sie bei Level 30 sind. Da habe ich schon gehört, wollen sie nochmal dran arbeiten. Aber die massiven Sachen, die Farbauswahl der Maps, der Aufbau der Maps, wie die Waffen sich verhalten, das funktioniert so einfach nicht. Jetzt haben wir das Radar links oben, leider ein rundes Radar, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was wir eigentlich brauchen, ist ein viereckiges Radar. Unsere Fernseher und Monitore sind auch viereckig. Es wäre für die Augen deutlich einfacher, die so zu haben. Ich habe auch, was die Farbauswahl angeht, mit der Helligkeit schon gespielt. Mit sehr hell, mit sehr dunkel, mit Mittelmaß. Nichts davon hat mir den Erfolg gebracht, den ich möchte, dass ich Gegner besser sehen kann. Und teilweise, so seht ihr das hier gerade, guckt euch diese Killcam an, die Leute bewegen sich nur in den Häusern und laufen da umher. Das hier, was ihr jetzt gerade im Hintergrund gesehen habt, ist noch eine der besseren Runden von mir und ich habe, glaube ich, 28 zu 7. Das ist nichts, wo ich Spaß habe, wo ich lange gerne spielen möchte. Und meine Rekordrunde ist derzeit eine 36 zu 13. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das kann es echt nicht sein. Also, wenn jetzt einige gehofft haben, dass ich mich hier positiv äußere, mein Spiel ist es bisher zu 100% überhaupt nicht. Ich habe auch gar kein Interesse, jetzt am Sonntag noch weiterzuspielen. Ich werde mal abwarten, wie das zweite Wochenende ist und euch dann nochmal informieren, aber nach jetzigem Stand muss ich euch ganz ehrlich sagen, für mich ist es ein kompletter Reinfall. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Beta bisher haltet, ob es euch gefällt. Ich bin mal gespannt, ob ich mit meiner Meinung da jetzt so alleine stehe. Ich habe natürlich schon ein paar Kommentare gelesen. Es geht wohl einigen so wie mir, aber schreibt das mal rein und lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.